November 1989 wurde die europäische Ordnung auf den Kopf gestellt. Die Berliner Mauer, viele Jahre Symbol für Unterdrückung und Misstrauen, wurde von den Deutschen zum Einstürzen gebracht. Der Kommunismus brach wie ein Kartenhaus in sich zusammen. In dem darauffolgenden Chaos kam es zu unzähligen Veränderungen. Die sowjetische Besatzung von Ostdeutschland wurde für beendet erklärt. Ostdeutschlands ehemalige sowjetische Militäranlagen, einst der ganze Stolz der Besatzer, sind heute verlassen und dem Verfall preisgegeben. Der gefürchtete ostdeutsche Geheimdienst, die Stasi, wurde aufgelöst. Menschen aus dem Osten zogen in Scharen in den Westen. Heute ist der legendäre eiserne Vorhang längst verrostet. Schwerter wurden zu Pflugscharen. Aber etwas hat die Zeiten überlebt. Es kommt daher in Gestalt eines kleinen, simplen Autos, dessen Funktionsweise weit einfacher zu erklären ist, als das vielschichtige Phänomen, zu dem es sich entwickelt hat. Dieser langlebige Kleinwagen überlebte nicht nur den Zusammenbruch des Kommunismus, sondern auch zahllose Versuche des Herstellers, seine Entwicklung zu verhindern. Der Name des Autos? Trabant. Peter Ehrlich, einst Leiter des Filmstudios im VEB Sachsenring, trifft sich regelmäßig bei einer Tasse Kaffee mit früheren Sachsenring-Kollegen, um über die alten Zeiten zu sprechen. Wir trafen sie im Sachsenring Filmstudio-Archiv in Zwickau. Peter Ehrlich war früher Schweißer. Volkmar Weigelt und sein Kollege Bernd König, der etwas später in unsere Runde kam, arbeiteten als Karosseriebaufacharbeiter. Bernd Müller war Anlagenfahrer, Siegfried Tauscher Schlosser. Der Trabi, wie ihn seine große Fangemeinde auch nennt, sollte ein Auto für die einfachen Leute sein, die hinter dem eisernen Vorhang lebten. Der Trabant war eigentlich konzipiert für die breite Bevölkerung. Er soll bezahlbar sein und als Alternative für die Mittelklasse und große Klasse Autos. Das zu einem erschwinglichen Preis angebotene Gefährt sollte in möglichst vielen Bereichen einsetzbar sein. Als Lasttransporter. The Trabant Universal is a real bargain for anyone who wants to use it. Als Familienkutsche. Und treuer Begleiter im Urlaub. In der ehemaligen DDR kam dem Urlaub in Familie ganz besondere Bedeutung zu, denn nur ein erholter Arbeiter konnte seinen von ihm geforderten Soll erfüllen. Was für ein krasser Gegensatz zu aktuellen Modellen, bei denen Arbeit, aber nicht unbedingt Produktivität im Vordergrund steht.
Eine Besonderheit des Trabant Kombi, der unter dem Namen Universal Kombi verkauft wurde, war die mit wenigen Handgriffen umklappbare Rücksitzbank, die den Transport von größeren Gegenständen erlaubte. Heute ist dieses Ausstattungsmerkmal in fast allen Kombis zu finden. The stowage space can be increased to triple capacity by tipping over the rear seat bench. Obwohl der Trabant ein einfaches Auto ohne viel Komfort war, war er doch für viele ein Statussymbol, ein Symbol persönlicher Reisefreiheit. Sie fanden viele Freunde in zahlreichen Ländern unserer Erde. Der Frontantrieb, verbunden mit Einzelradaufhängung und progressiv wirkenden Querblattfedern, verleiht dem Trabant 601 seine ausgezeichnete Fahreigenschaft auch unter schwierigen Bedingungen. Hier erklärt uns Trabantbesitzer Harry Schiedewitz die leichte Handhabung. Hier ist eigentlich die Heizung. Und da ist Kaltluft und das Mittelstück ist gemischt. Denkst du nochmal bitte? Das ist rechts, der Hebel ist die Heizung. Mittel ist gemischt und links ist kalt. Und das ist hier der Benzinhahn. Da kann ich auf Reserve schalten und kann den Benzinfluss verhindern. Also ausschalten, dass der Benzin nicht im Verjaser läuft und eventuell mal überläuft, dann gibt's einen Fleck. Also muss ich immer im Benzinhahn zumachen, wenn ich in die Garage fahre, weil ich sonst immer an so Überlaufschlauch einen kleinen Tropfen habe und da muss ich den immer zumachen. Ja. Das ist der Dachl, der zeigt 100, 120, aber so schnell bin ich noch nie gefahren. So, jetzt machen wir eine kleine Runde. Ersten Gang rein, Bremse los und los geht's. Ersten Gang bis 20 und dann hochschalten. Zweiten Gang bis 40 und dann runterschalten. Dritten Gang bis 60 und vierten Gang bis 90, 100. Fahren wir wieder hier rum. Fast alle in Ostdeutschland bzw. der Deutschen Demokratischen Republik oder DDR angebotenen hochwertigen Waren hatten hohe, aber stabile Preise und der einfallsreiche Trabantbesitzer musste mit dem auskommen, was ihm zur Verfügung stand. Viele haben ja auch sehr billig Benzin versucht zu kaufen und hat dann selbst Öl mit beigemischt, wo also der Motor einen größeren Verschleiß unterlag, als wenn man den ganz normalen Benzin an einer Minol-Tankstelle erworben hat für 1,50 Mark. Der Preis ist also stabil geblieben in der DDR, ist also nicht von Stunde zu Stunde oder von Tag zu Tag sich verändert. Es gab 1,50 Mark kam der Liter Benzin. Die Mindestwartezeit für einen Trabant betrug 10 Jahre. Ist es bei solchen Wartezeiten ein Wunder, dass der Trabant eine durchschnittliche Lebensdauer von 28 Jahren hatte? Die Konstrukteure sind die Gewähr für die Erfüllung der Planaufgaben. Unter der weitsichtigen und wissenschaftlichen Führung der Partei der Arbeiterklasse, bei Einbeziehung der Erfahrungen unserer sowjetischen Genossen und Freunde, und rationeller Ausnutzung der Produktivkraft Wissenschaft beweist sich das Schöpfer. Fast alle, die diese Zahl hören, fragen, warum hat es so lange gedauert? Die auf den Straßen Europas an ihrem Wagen große Freude haben. Die Gründe hierfür waren der große bürokratische Aufwand und die immense Nachfrage, die das Angebot, bedingt durch Rohstoffmangel und andere Schwierigkeiten, bei weitem übertraf. Auch hier in diesem Fertigungsbereich wird eine neue Fertigungsstruktur geschaffen. Sie dient der Erleichterung der schweren körperlichen Arbeit, der Verbesserung des Arbeitsklimas und der besseren Lenkung der Produktion. Wie hat man nun in der DDR einen Trabant gekauft? In 18 habe ich meinen Trabant bestellt im Autohaus.
Dann habe ich die gleichzeitige Bestellung Betrieb erneuert, auch abgegeben. So, und dann Wartezeit. Und dann wurde ich über den Betrieb informiert, dass ich mein Trabant bekommen kann. Musste dann meine alte Hausbestellung abgeben und das war dann 12 Jahre. Also den Trabant habe ich am 22.06.1989 in Meersburg gekauft. Es war nicht meine Anmeldung, sondern es war von Arbeitskollegen eine Anmeldung. Der hatte kein Geld, den Trabant zu bezahlen. Und da habe ich eben meine Anmeldung gegeben, die ein Jahr später dran war. Bin mit ihm nach Merseburg gefahren und habe das Auto bezahlt. Konnte es aber noch nicht auf meinen Namen schreiben, sondern auf die Anmeldung von meinen Arbeitskollegen. Und nach einem Jahr haben wir den Trabi umschreiben lassen, da ging das. Ein Jahr musste der den fahren und dann konnten wir erst verkaufen. Es kam ganz drauf an, es gab also Trabant 601, normal, dann gab es Trabant 601S, Sonderwunsch, und dann gab es Trabant 601S, Deluxe. Und da war in den Trabant ein sogenanntes Finish-Paket enthalten, wo also eigentlich aus heutiger Sicht Normalitäten mit Aufschlag angeboten wurden, wie zum Beispiel, fällt mir gerade ein, eine vergrößerte Batterie oder statt Diagonalreifen, Radialreifen, wo also gewisse Verbesserungen am Trabant schon vorhanden waren, die also eigentlich an ein Fahrzeug gehörten, aber die unter dem Thema S-Deluxe im Finish-Paket angeboten wurden. Anhand des typischen Trabantgeräusches kann man feststellen, ob das Auto richtig läuft. Keine einfache Sache für ungeübte Ohren. Das übersichtliche Armaturenbrett erleichterte die Fehlersuche ungemein. Wenn bei weiterlaufendem Motor plötzlich die rote Lampe aufleuchtet, ist das ein sicheres Zeichen für einen defekten Keilriemen. In diesem Falle gibt es nur eine Möglichkeit. Keilriemenwechsel. Mit einem defekten Die Leichtigkeit, mit der Teile ein- und ausgebaut werden konnten, begünstigte eine regelmäßige Wartung und Pflege. Für den Keilriemenwechsel reicht das Bordwerkzeug völlig aus. Im Gegensatz zu den heutigen Autos sollte der Trabantbesitzer sein Auto mit normalem Werkzeug und ohne großen Aufwand warten können. Am häufigsten repariert, muss ich sagen, Verschleißteile. Also Keilriemen, Zündkerzen. Und nach, sagen wir mal, 7-8 Jahren ging es Blech los, Schweller und Radkästen. Radkästen, sowas. Alles andere hat längere Zeiten gehabt. Nach 5 Jahre war der Auspuff ein Loch. Das hat man sich etwa so 4-5 Jahre, je nach Fahrweise, wie viel du gefahren bist und was du für Strecken gefahren bist. Bei Stadtverkehr ging kaum so schneller, hast du viel Landstraße oder viel lange Strecken gefahren, dann hast hat es länger gehalten. Der Motor, wie viele Kilometer? Also, ich hatte meinen über 80.000, da habe ich nichts gehabt. Wenn man im Urlaub gefahren ist, da hat man den Kofferraum schon mit Ersatzteilen so ausstaffiert, Keilriemen, Zündkerzen. Manche haben sogar viele, viele, auch größere Teile mitgenommen. Wenn unterwegs was passiert oder man bleibt doch mal hängen, dass man sich selber helfen könnte. Aber ich muss sagen, ich bin mit dem Trabi an der Ostsee gefahren, bis nach Ungarn, ich bin nie hängen geblieben. Und die Zündkerzen und so Kleinigkeiten, die hat man also im Trabant mit sich geführt und auch einen Keilriemenwechsel. Das konnte man alles viel selbst machen am Trabant, während man gefahren ist. Also man konnte also von der Zündung einstellen, sehr viel alles am Trabant selber erledigen. Und diesbezüglich ist man immer im Urlaub weitergekommen. Selbstverständlich, wenn einer hängen geblieben ist, also konnte man sich gegenseitig aushelfen, weil man manchmal mehr wie einen Keilriemen im Kofferraum mitgeschleppt hat. Die Einstellung oder der Austausch der Scheinwerfer, der Sicherungen,
Blinker leuchten. Der Scheibenwischer. Und allgemeine Reinigung und Pflege waren eine relativ einfache Angelegenheit und setzten keine Spezialkenntnisse voraus. Sogar die Wartung der Batterie war gar nicht schwer, wenn man das Prinzip verstanden hatte und die richtigen Werkzeuge besaß. Vom Zustand der Batterie hängt es ab, ob das Fahrzeug im Winter auch noch bei 10 Grad unter Null einwandfrei anspringt. Mit einem Aerometer kann der Ladezustand der Batterie anhand der Säuredichte kontrolliert werden. Der Flüssigkeitsspiegel muss 10 bis 15 mm über den Platten stehen. Zum Nachfüllen ist grundsätzlich nur destilliertes Wasser zu verwenden. Eine Kurzschlussprüfung mit einem Voltmeter gibt Auskunft über den Ladezustand der einzelnen Zellen. Die Spannung einer geladenen Zelle beträgt 1,8 bis 2,0 Volt. Nach längerer Betriebszeit bildet sich an den Polen eine Korrosionsschicht, die zu ungenügender Kontaktgabe mit den Kabelanschlüssen führt. Nach dem Säubern der Pole sind diese mit Polfett zu behandeln, um eine Korrosion für längere Zeit zu vermeiden. Nach dem Einbau der Fahrzeugbatterie sollte das Pluskabel am Anlasser auf festen Sitz überprüft werden. Etwa alle der einzige Filter, der regelmäßig gewechselt werden musste, war der Papierluftfilter. Verschmutzte Filter führen zu erhöhtem Kraftstoffverbrauch und verminderter Leistung. Die Lebensdauer des Luftfilters ist vom Einsatz des Fahrzeuges abhängig. Zum Reinigen des Vergasers genügt es bei herausgeschraubter Hauptdüse. Der Kraftstofffilter musste einfach entfernt, gereinigt und wieder eingebaut werden. Eventuell vorhandener Schmutz im Kraftstoff setzt sich im Wassersack des Kraftstoffhahnes ab. Das Sieb im Kraftstoffhahn kann nach dem Abschrauben ebenfalls mit Benzin ausgewaschen werden. Nachdem das Sieb eingeschraubt ist, wird der Wassersack wieder montiert. Dabei ist darauf zu achten, dass dieser nicht verkantet und die Dichtung beigelegt ist. Ein Werkstattbesuch war lediglich notwendig bei größeren Reparaturen, die nur von einem Kfz-Schlosser durchgeführt werden konnten. Die Werkstätten führten dafür Justierungen wie das Einstellen der Spur durch. Der Zweitaktmotor und das Fahrgestell waren vom Prinzip her leicht zu verstehen und das Reparaturhandbuch war mit seinen rund 100 Seiten, darunter vielen Illustrationen, eine leichte Lektüre. Ja, der Trabant, der hatte einen Zweizylinder-Zweitaktmotor. Und am Anfang, wenn ich mich richtig erinnere, hat er 24 PS gehabt. Und das wurde dann später auf 26 erhöht. Soweit ich weiß, in den 60er Jahren oder noch eher, muss er sogar plus 18 PS gehabt haben. Dann ging er auf 23, die 24 könnte dann die Zwischenstufe gewesen sein und zum Schluss waren es dann 26 PS. Hauptsächlicher Unterschied meines Erachtens nach vom Zweitakter zum Viertakter ist zum Beispiel, dass beim Zweitakter das Öl mit dem Benzin direkt im Tank schon eingefüllt wird, gemischt wird, wobei beim Viertakter umgedreht ist. Also ist es wird das Öl eingespritzt im Verhältnis, was also benötigt wird. Und hier ist es beim Zweitakter direkt das Verhältnis, meinetwegen zuletzt 1:50, also zum Benzin, wurde direkt an der Tankstelle so getankt. Aufgrund der wirtschaftlichen Lage der ehemaligen DDR, die den Neukauf von Gegenständen wie Autos fast unmöglich machte, war die Pflege des bestehenden Eigentums von größter Wichtigkeit und Ersatzteile waren reichlich vorhanden und leicht zu bekommen. Im Vergleich zu heutigen Autos hatte der Trabant eine ungemein lange Lebensdauer nach dem Neukauf. Aufgrund der Mangelwirtschaft und der Wartezeiten der DDR hat der Trabant eigentlich an Wert nie verloren, sondern der Kaufpreis des Trabant ist immer stabil geblieben, auch wenn man es dritte Mal verkauft hat. Jeder war froh, wenn er überhaupt ein Fahrzeug hatte und er hat nochmal einen 500er extra draufgelegt. Geld war eigentlich, muss ich sagen, in der DDR
mehr vorhanden wie jetzt, weil durch die Mangelwirtschaft die Leute sich ja gar nicht viel kaufen konnten. Man musste ja auf den Kühlschrank warten, auf den Fernseher warten, aufs Auto noch länger warten. Also es gab ja nicht, man konnte ja nicht in den Laden gehen und kaufen, sondern man hat aufgrund der Mangelwirtschaft war ein gewisses Geldvolumen in der Bevölkerung vorhanden. Und wenn jetzt einer meinetwegen seinen gebrauchten 10 Jahre alten Trabi verkauft hat, hat er einem noch locker einen Neupreis bekommen. Es ist natürlich so, wenn ein Automobil 28,5 Jahre eine mittlere Lebensdauer hat und eigentlich in dieser Zeit 3 bis 4 Grundinstandsetzungen erlebt, da braucht man viele Ersatzteile. Ein Beispiel war zum Beispiel die Auspuffleitung. Die Auspuffleitung des Trabant war ursprünglich 1,5 mm dick. Dann hat man eine Werkstoffrationalisierung gemacht durch Verbesserungsvorschläge und hat das reduziert bis auf 0,9 mm Blechdicke. Und dann passierte natürlich, dass diese Bremsleitung, diese Auspuffleitung innerhalb von 2 bis 3 Jahren durchrostete. Und damit gab es einen riesengroßen Engpass für solche Auspuffleitungen. Und man konnte eigentlich mit solchen Auspuffleitungen einkaufen gehen, denn die waren überall sehr gefragt. Und dann haben wir mal in einer Arbeitsgruppe, wir hatten die Messeauswertung zu machen, erreicht, dass wir aluminiumbeschichtete Bleche bezogen haben. Und diese aluminiumbeschichteten Bleche hatten dann eine 5-fache Haltbarkeit. Und dann war innerhalb von ganz kurzer Zeit im Blechverformungswerk Leipzig eine Überproduktion an Auspuffrohren da, weil ja die Haltbarkeit viel länger war und die wurden in dem Maße ja nicht mehr gebraucht, wie sich die Produktion darauf eingestellt hatte. Also so spielten viele Dinge zusammen. Und man konnte durchaus mit Abgasleitungen sich wertvolle Dinge kaufen. Das war damals möglich, richtig. Auch Ersatzteile waren sehr gefragt und wenn Sie im Museum sind, dann werden Sie ja feststellen, dort ist eine Garage gezeigt, eine typische DDR-Garage, dort waren praktisch die wichtigsten Ersatzteile drin, die hatte jeder zu Hause. Als ich einen Trabant gefahren habe, hatte ich auch Ersatzteile, um mir schnell helfen zu können. Das ist ja bei einem Trabantfahrzeug problemlos möglich. Heute mit einem Audi kann man das nicht machen, weil man dazu eine Werkstatt braucht und die Möglichkeiten gar nicht mehr hat. Aber damals konnte sich jeder Trabantfahrer helfen und konnte sehr schnell irgendeine Reparatur durchführen und dann wieder fahren. Während des Kalten Krieges investierte die DDR hauptsächlich in das Militär. Alles andere war zweitrangig. Eine logische Folge dieser Finanzpolitik war der Mangel an Rohstoffen. Maximale Ausbildungsbeteiligung und beste Schießergebnisse zu erreichen. In Erfüllung ihrer Klassenpflicht, jeden Befehl der Parteiführung konsequent durchzuführen. Manchmal kamen die für die Massenproduktion des Trabant eingesetzten Maschinen aus anderen Industriezweigen und wurden den Bedürfnissen angepasst. Auch waren die Maschinen häufig nicht für die Herstellung großer Stückzahlen über einen längeren Zeitraum hinweg konzipiert. Deshalb war eine ständige Wartung und Prüfung der Maschinen notwendig, um ihre Funktionstüchtigkeit sicherzustellen. Die zahlreichen Aggregate des Fahrzeuges. Die kontinuierliche Erhöhung der Produktionsnormen, der Rohstoffmangel und die ständigen Reparaturen an den modifizierten Maschinen beeinflussten die Arbeitsbedingungen. Nein, nicht nur Produktion. Ich habe die Werkzeugmaschinen, die für die Produktion benötigt wurden, repariert. So Drehbänke oder? Drehbänke, Fräsmaschinen und das Ganze war das. Wenn irgendwas kaputt war, da haben sie angerufen und da kam der Siegfried und hat die Maschinen wieder in Ordnung gebracht, sozusagen. Denn wir haben ja im Sachsenring nicht bloß die Bandarbeit gehabt. Wir haben ja im Prinzip vom Rohmaterial über die Getriebe, die Zahnräder haben wir ja alles selbst produziert. Und da haben wir im Sachsenring sogar viele Maschinen gehabt, die in der Konstruktion selber gebaut worden sind. Also so eine Art Sondermaschinen. Als Lehrling habe ich da teilweise mit dran gebaut und dann später ausgelernt habe ich sie mit repariert. Also das waren Fräswerke, wo dann mehrere Arbeitsgänge gleichzeitig gemacht wurden oder eben die Getriebetaktstraße, wo das Rohgetriebe reingefahren war und hinten zum Schluss dann mit allen Bohrungen, mit allen Passungen das fertige Getriebe rauskam. Das waren so 10, 12 Bohrwerke, die dann zusammengeschalten wurden mit Verkettung und
Das war ja damals schon eine halbe Sensation. Heute ist es ja gang und gäbe. Natürlich hatte der fast allgegenwärtige Trabant 601 einige Vorgängermodelle, beispielsweise den P50, den P60 und den P70. Aber der 601 wurde mehr als 25 Jahre ohne größere äußere Veränderungen produziert. Und allgemeine Verbesserung des Gebrauchswertes und des Fahrkomforts, ein Fahrzeug geschaffen, das wiederum den Arbeitern und Angestellten des VEB Sachsenring ein gutes Zeugnis ausstellte. Weder die DDR-Regierung noch die Firmenleitung von VEB Sachsenring befürworteten die Weiterentwicklung des Autos. Des neu gewählten Betriebsrates Fritz Wart. In seinen Worten klingt auch ein bisschen Wehmut mit, denn er führte in seiner Rede aus, dass der Betrieb früher wollte und durfte nicht und heute darf man, aber kann nicht mehr ein anderes Auto bauen. Dr. Werner Lang war Chefkonstrukteur und Leiter der Abteilung Wissenschaft und Technik im VEB Horche Sachsenring, wo der Trabant produziert wurde. Er und sein Kollege Dr. Werner Reichelt erinnern sich an die Probleme, die es damals im Betrieb zu meistern gab. Übrigens befinden sie sich im Internationalen Trabantmuseum in Zwickau. Aufgrund des allgegenwärtigen Misstrauens und der ständigen Kontrollen durch ihre Vorgesetzten arbeiteten Dr. Lang und seine Gruppe heimlich an sogenannten Schwarzentwicklungen, was natürlich persönliches und berufliches Risiko bedeutete. Wir haben dann in einer nicht genehmigten Entwicklung, wir nennen das Schwarzentwicklung, diesen Trabant 601 gemacht. Dieser Trabant 601 ist entstanden zwischen unserem entscheidenden Karosseriekonstrukteur, der leider verstorben ist, den Lothar Sachse, so hieß der Mann, und zwischen mir. Wir waren in Österreich und konnten sehen, dass sich in der Karosserieentwicklung zwei Trapezformen durchsetzen. Ein Trapez an den oberen Teil und ein Trapez an dem unteren Teil. Und damit war gegeben, dass wir räumlich sehr gute Vorteile bringen konnten für die Insassen. Es war damit möglich, dass wir zwei Erwachsene und vier Erwachsene im Fahrzeug gut transportieren konnten. Beibehalten wurden auf alle Fälle und immer bei allen 16 Entwicklungen, die wir gemacht haben, die Beplankung von Duroplast, die im Betrieb als Kapazität vorhanden war. Wir waren dann schon abgeschirmt, absolut, sodass nicht jeder rein konnte und eigentlich nie jemand erfahren hat, was wir entwickeln konnten. Zum Beispiel eben den Trabant 601, den haben wir so geheimnisvoll entwickelt, dass überhaupt niemand wusste, dass wir dieses Fahrzeug neben dem Trabant 50 entwickelt haben und auch niemand das vorher zu Gesicht bekam. Wusste die SED überhaupt, was sie da machten? Naja, doch, das musste man schon nehmen. Auch die Regierung haben wir dann schon davon informiert. Aber in der Phase, als wir die Entwicklung gemacht haben, niemand, auch die Partei nicht. Wussten nur wir in der Werkleitung und auch da nicht alle, sondern nur ein Teil der Werkleitung, der kaufmännischer Direktor, ein paar Leute, die Bescheid wussten. Sonst wurde mit niemandem gesprochen. Haben Sie mit irgendjemandem außerhalb Ihrer Arbeitsstelle über Ihre geheimen Entwicklungen gesprochen? Nein, nie. Niemand. Das konnte man nicht brauchen. Warum sollte man das? Wurde mit niemandem drüber gesprochen. Nicht mal mit den Leuten in der Plastentwicklung. Haben wir am Anfang mit ihnen gesprochen, weil das musste geheim bleiben, sonst wäre es nicht gegangen. Die Plastmänner mussten wir natürlich schon dann einwickeln, weil ja verschiedene Teile gegenüber den Trabant B50 geändert werden mussten. Und sie von den Verstehen her mussten sagen, was sollen wir aus den Erfahrungen heraus der Duroplast-Konstruktion auch jetzt bei dem Trabant 601 beachten. Trotz aller Kontrollmaßnahmen, die zu DDR-Zeiten einen effizienten Produktionsablauf gewährleisten sollten, musste der politisch motivierten Benachteiligung schließlich Tribut gezollt werden. Die ständige Steigerung der Ausstoßquote machte es notwendig,
dass eine große Anzahl von qualifiziertem Facharbeiternachwuchs zur Verfügung steht. Obwohl der Sachsenring-Generaldirektor Dr. Winfried Sonntag vehement gegenüber der DDR-Regierung protestierte, wurde das für den Trabant benötigte Rohmaterial immer wieder knapp. Schon sehr weit vorangeschritten bei diesem Fahrzeug. Wir haben Zugeständnisse von der Entwicklung her an die Technologie gemacht, damit wir nicht zu viel an technologischen Einrichtungen hätten verändern müssen, um Investitionen einzusparen, die Volkswirtschaft nicht zu sehr zu belasten und aber trotzdem ein neues, absolut fortschrittliches Fahrzeug in Produktion geben zu können und der Bevölkerung das Fahrzeug dann auch zuführen können. Am 22. November 1973 rollte der 1.000.000. Trabant vom Fließband. Natürlich nutzten die Politbüromitglieder dieses Ereignis, um die gesamte Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Und unser Ministerrat übermittelt euch den herzlichsten Dank für die großen Leistungen, die ihr in den Jahren seit der Aufnahme der Produktion des Personenkraftwagen Trabant zum Nutzen unseres sozialistischen Staates, seiner Bürger, vollbracht habt. Ihr habt allen Grund, das heutige Jubiläum mit Freude und Stolz zu begehen, denn die Produktion von 1.000.000 Fahrzeugen Trabant ist Ausdruck des Fleißes und Beweis des Könnens der Zwickauer Automobilbauer und aller ihrer Zulieferer. Ich wünsche dir, lieber Genosse Wappler, allzeit gute Fahrt. Die Trabant-Produktion wurde über das Ende des Kalten Krieges hinaus fortgesetzt und fand erst am 30. April 1991 ihr bittersüßes Ende, als der letzte Trabant vom Fließband rollte. 36 Jahre lang des Fleißes unter Anstrengungen, der ständig kleinen Verbesserungen an den so beliebten Trabanten. Die Trabant-Produktion konnte einfach nicht mehr aufrechterhalten werden. Das Trabantwerk wurde demontiert und alle noch brauchbaren Maschinen und Geräte in das nahegelegene Volkswagenwerk in Mosel überführt. Eine Perspektive für viele, die keine Beschäftigung mehr bekommen, sei in 2 Jahren das neue VW-Werk in Mosel bei Zwickau. Die Produktion des Trabant wurde eingestellt. VEB Sachsenring Automobilwerke Zwickau. Um zu verstehen, wie der Trabant entwickelt wurde, muss auch das Warum berücksichtigt werden. Deshalb geht es nun um den Arbeitsalltag im inzwischen geschlossenen Zwickauer Trabantwerk. Der Gesellschaft für deutsch-sowjetische Freundschaft. Hunderttausende Fahrzeuge Trabant künden seit 1958 auf den Straßen Europas vom Fleiß und der Wertarbeit der Automobilbauer in Zwickau. Mit seinen 103.000 Einwohnern ist Zwickau die viertgrößte Stadt der Region. Musikliebhaber kennen Zwickau als Geburtsort von Robert Schumann. Mehrmals im Jahr gibt es internationale Musikwettbewerbe. Aber nicht nur die Musik spielt eine wichtige Rolle in Zwickau. Auch die verschiedensten Baustile können in der Stadt genau betrachtet werden. Und seit fast 100 Jahren ist die Automobilindustrie hier ansässig. Das Sachsenring Automobilwerk war im Grunde eine Stadt in der Stadt. Wie viele moderne Unternehmen hatte das Werk eine eigene Klinik. Sozialistischen Arbeitskämpfen. Als erste Gesundheitseinrichtung des Bezirks eine Apotheke, wurde die Klinik mit dem Ehrentitel Kollektiv der eine Zahnarztpraxis, Schwestern, Pflegern, einen Kindergarten und Fürsorge gilt unseren Kindern. Ein Berufsausbildungszentrum für die Lehrlinge. Die Berufsausbildung des Facharbeiternachwuchses
wird im VW Sachsenring einmal auch was und ein großes Angebot an Freizeitaktivitäten. Die Frage, warum das Werk sich um fast alle Angelegenheiten der Arbeiter kümmerte, ist einfach zu beantworten. Es sollte sichergestellt werden, dass die Fabrikarbeiter nicht von ihrer Arbeit abgelenkt werden und sich nicht den Kopf über Dinge zerbrechen müssen, die nicht unmittelbar ihre berufliche Tätigkeit betreffen, wie beispielsweise die Kinder oder die medizinische Betreuung. Die Sozialeinrichtungen waren ja in der DDR ganz hervorragend. Ich würde sagen, besser wie jetzt. Wir hatten eine betriebseigene Poliklinik mit einem unheimlich großen Ärzteteam. Ich weiß nicht, ob da 15 Fachärzte oder wie viele integriert wurden. War alles mit Apotheke, war betriebseigen, die Sachsenring-Apotheke. Und es gab also Sozial-Sanitäreinrichtungen. Jeder hat also ein oder zwei Garderobenschränke gehabt. Es waren Duschen vorhanden, es waren Waschgelegenheiten vorhanden nach der Arbeit. Also da gab es eigentlich nichts auszusetzen dran. Im Gegenteil, das ganze Soziale war also so ausgestattet, dass also auch in der Poliklinik eine Sauna vorhanden war. Und wer eben Rückenprobleme oder Kreislaufprobleme hat oder Blutdruckprobleme hat, eben vom Arzt ein Rezept bekommen, dass er die Sauna auf Rezept besuchen durfte. So ist das also im Sachsenring gewesen. Sicherlich auch in anderen Großbetrieben, ich kann sagen, nicht bloß in Sachsenring, sondern in der DDR. Deshalb wird die Berufsausbildung nach neuesten Erkenntnissen der Wissenschaft und Technik durchgeführt. In den betrieblichen Lehr- und Ausbildungsstätten. Zukünftige Mitarbeiter wurden in Zusammenarbeit mit den Schulen gewonnen und absolvierten ein mehrjähriges Ausbildungsprogramm, in dessen Verlauf sie einen Beruf erlernten, wie zum Beispiel Schweißer, Elektriker, Unterricht, der für die Schüler der oberen Klassen der allgemeinbildenden Oberschulen sehr praktisch gestaltet wird. Karosseriebauer oder einen ähnlichen Beruf, der für den Automobilbau von Bedeutung war. Nach dem Abschluss ihrer Ausbildung konnten die jungen Facharbeiter sofort am Fließband eingesetzt werden. 4000 Einzelteile werden an den Montagestationen des Endmontagebandes zu einem kompletten Auto zusammengefügt. Die sozialistische Jugendorganisation FDJ spielte ebenfalls eine wichtige Rolle, um die jungen Leute zwischen 14 und 25 Jahren in das sozialistische System zu integrieren. Das Ziel der Kinderferienaktion in jedem Jahr ist es, dass die Kinder ihren Pionier- und FDJ-Auftrag mit guten Ergebnissen erfüllen. Für Kinder gab es strenge Verhaltensregeln, um sie an das System und die an sie gestellten Erwartungen zu gewöhnen. Um die Truppenmoral aufrechtzuerhalten und die Arbeiter zu Bestleistungen zu animieren, wurden in regelmäßig stattfindenden Preisverleihungen hervorragende Arbeitsleistungen belohnt. Kollegen und Genossen haben sich in ihrer täglichen Arbeit mit Fleiß und hoher Einsatzbereitschaft große Verdienste um die Entwicklung dieses Betriebes und des Industriezweiges Automobilbau erworben. Die Werktätigen sollten sich während ihrer Freizeit nicht nur einfach erholen, sondern wurden geradezu ermuntert, sich an konstruktiven Freizeitaktivitäten wie sportlichen Wettkämpfen, die volkssportlichen Wettbewerbe der Abteilungen und Fertigungsabschnitte, dem Musizieren, dem Tanz. In zahlreichen Zirkeln und Arbeitsgruppen gehen die Werktätigen nach getaner Arbeit ihrem Hobby und dem kreativen Gestalten und der künstlerischen Arbeit zu beteiligen. Das Trabantwerk hatte sogar sein eigenes Filmstudio, das Sachsenring Filmstudio Zwickau, dessen Mitarbeiterstab aus speziell ausgebildeten Fließbandarbeitern bestand. Zahlreiche Gold- und Silbermedaillen sowie Anerkennungsurkunden für gute Leistungen. Der ideale Arbeiter war wohlgerundet, gut ausgebildet des Endmontagebandes zu einem kompletten und körperlich als auch geistig fit. An diesem Volkssportwochenende werden die Betriebsmeister aller Sportarten. Die Arbeiter wurden nicht als Instrumente betrachtet, die im Falle eines Schadens einfach ausgetauscht werden können. Effizienz und nicht Reichtum hieß zur damaligen Zeit das gemeinsame Ziel. Er zählt von heute an zu der fast 1 Million Trabantbesitzern,
die auf den Straßen Europas regelmäßig wurden Tage der offenen Tür veranstaltet, an denen die Arbeiter und Techniker zusammen mit ihren Vorgesetzten über ihr Tagwerk Auskunft gaben und zeigten, wie die Autos gebaut wurden. Ihren Angehörigen, was sie eigentlich machen, wenn sie zur Arbeit sind. Bestandteil der Arbeit im Trabantwerk waren, wie damals allgemein üblich, eine regelmäßige Arbeitszeit und eine regelmäßige Lohnzahlung. Hin und wieder gab es kleine Extras in der Lohntüte. Ich habe zum Beispiel von 1963 an, wo ich angefangen mit Arbeiten am 1. September, nur 3 Schichten gemacht. Das bedeutet natürlich Einschnitt in der Familie. Meine Frau hat auch 3 Schichten gemacht zu dem damaligen Zeitpunkt. Das Schöne war die gleiche Schicht, aber sonst Zeit zum Ausruhen war eigentlich genügend da. Wie lange war so eine Schicht? Wann ging die immer los, die 3 Schichten? 8 Stunden. Bei 3 Schichten 8 Stunden. Inklusive und eine halbe Stunde bezahlte Pause. Gab es auch Frühstückspause? Frühstückspause beinhaltete das nicht, aber die Kollegen, man musste ja bei der schweren Arbeit was essen und da wurde dann eine Viertelstunde Frühstückspause gemacht, die aber unbezahlt war. Und die Mittagspause war eine halbe Stunde. Und wenn eine Frage kommen würde zu dem Essen, das Essen war ausreichend, sehr gut. Da wurde auch Wert drauf gelegt von dem Betrieb. Der erste synthetische Werkstoff, der als Verkleidung im Karosseriebau eingesetzt wurde, war Duroplast. Und der Autoschlosser hantiert nicht mit Hammer und Zange, sondern mit einer Wunderpaste. Binnen kurzem ist der Schaden beseitigt. Aber das liegt nicht an der Paste. Dank seiner Eigenschaften sind Reparaturen vergleichsweise einfacher auszuführen als an einer Metallkarosse. Die Bezeichnung Rennpappe ist eigentlich falsch, da Duroplast ein thermoplastischer Werkstoff ist, der nur auf den ersten Blick wie Pappe aussieht. Der Werkstoff wurde zunächst von Dr. Wolfgang Bartel speziell als Karosserieverkleidung entwickelt. Für diesen entscheidenden Durchbruch. Für seine Erfindung erhielt Dr. Bartel viele Auszeichnungen. Sie wurden mehrfach patentiert. Dann interessiert man sich durch Patenterteilung und Lizenznahme zur Nutzung dieser revolutionären Technologie. Sie sollte bestimmend sein für die weitere Produktion in den Automobilwerken Zwickaus. Duroplast besteht aus Materialien, die im Labor zwecks Herstellung eines synthetischen Harzes gemischt wurden. Phenol und Cresol, zwei Destillationsprodukte des Braunkohlenteers, werden mit einer anderen Chemikalie gemischt. Und man gewinnt ein synthetisches Harz. Heiße Flüssigkeit, das synthetische Harz, tropft in Formen, wo sie dann zu festen Blöcken werden. Diese Harzblöcke werden nach ihrer Abkühlung in kleine Stücke zerbrochen, zu feinem Pulver gemahlen und abgefüllt. Und in einer Mühle zu feinem Staub zermahlen. Dem Plastaresin. Erstaunlich vielfältig sind die Verwendungsmöglichkeiten der synthetischen Harze als Bindemittel. Dieses Pulver wird erhitzt und zur Herstellung diverser Einzelteile verwendet. Handräder und Verschlusskappen, bisher aus Metallen geformt, Zahnräder und andere. Eines der Rohmaterialien bei der Duroplast-Herstellung war Baumwolle. Sie wurde mit dem synthetischen Harz imprägniert und zu einem Vlies verarbeitet. Das Vlies deckte man mit einer dünnen Plastikfolie ab und unter großem Druck und bei hoher Temperatur entstand schließlich Duroplast. Duroplast
unter Hitze und Druck entstehen daraus Werkstücke und Fertigteile verschiedenster Art. Der Werkstoff Duroplast wurde in Dauertests auf seine Belastbarkeit, seine Elastizität und andere physikalische Eigenschaften getestet. Das Material behält seine Elastizität. Obwohl spätere vergleichende Crashtests zeigten, dass der Trabant relativ sicher war, ergab ein Überschlagtest aus dem Jahr 1966 mit einem Trabant 601 ein Ergebnis, das man nur als spektakulär bezeichnen kann. Dr. Werner Reichelt berichtet von der Entwicklung des synthetischen Werkstoffs. Die gezeigten Maschinen stehen heute im Intertrabi-Museum in Zwickau. Die Anlage ist aus unterschiedlichen Voruntersuchungen, etwa in den Jahren 1957, 58 entwickelt worden. Wir hatten 4 solche Fließstraßen, auf denen das Kunststoffvormaterial hergestellt wurde. Und diese Fließstraßen haben das Baumwollvlies übereinander gerollt. Es waren etwa 100 Lagen notwendig. Es wurde dann verdichtet und die Teile wurden ausgeschnitten, so wie man das hier sieht. Diese Fließanlage wurde von Diplom-Ingenieur Bartel entwickelt und gebaut. Dieses Material wurde dann zusammengerollt und in den Pressen verarbeitet. Die Presse, mit der diese ganzen Teile hergestellt werden konnten, ist hier daneben zu sehen. Man sieht auch die Automatik für die Heizung und für die Kühlung. Hier ist nur eine kleine 400-Tonnen-Presse für die Tür zu sehen. Wir hatten dann noch etwa 1200-Tonnen-Pressen für Dächer und Motorhauben, aber es waren keine sehr großen Pressen. Die Besonderheit war, dass die Presswerkzeuge auf der Stempelseite einen Gummikörper hatten und dadurch keine hohe Verdichtung notwendig war, um den Kunststoff zum Fließen zu bringen. Er konnte verdichtet werden, wo er war, und damit kam er mit einem relativ geringen Pressdruck aus. Der Stahlmangel in der DDR in den frühen 50er Jahren ist auf ein amerikanisches Embargo zurückzuführen, das wahrscheinlich dazu dienen sollte, den industriellen Wiederaufbau in den sowjetisch besetzten Gebieten zu verhindern. Ohne hochwertigen Stahl konnten keine Autos in Massenproduktion hergestellt werden. Ersatz musste her. So wurde schließlich entschieden, Blech und importierten Stahl für das Fahrgestell und den Rahmen zu verwenden. Die Qualität des importierten Metalls variierte je nach Herkunftsland. Deshalb mussten die Maschinen ständig angepasst werden, damit sie mit den Eigenschaften des jeweilig eingesetzten Metalls standhalten konnten. Hatten wir mal eine Zeit, da wäre bald die ganze Trabantproduktion zum Stehen gekommen, weil wir kein Blech mehr hatten, was bei euch hinten in der Presserei verarbeitet werden könnte. Und da weiß ich genau, da ist eine Delegation nach Eisenhüttenstadt gefahren und haben mit den dortigen Leuten versucht, da eine Lösung zu finden. Das Blech, was aus Eisenhüttenstadt kam, war qualitätsmäßig noch verhältnismäßig gut. Wenn wir das sowjetische Blech verarbeitet hatten, hatten wir große Probleme. Das Material schäumte auf, die Nähte waren spröde und hatten demzufolge auch nicht die Qualitätsanforderungen, die seinerzeit verlangt worden sind. Auf Ovalbändern und Rundtischen werden die Einzelteile zu der selbsttragenden Stahlblechkarosserie des Trabant 601 verschweißt.
Das Stahlblechgerippe wird mit 4.406 Schweißpunkten zusammengefasst. Ich erinnere zum Beispiel an den Boden. Früher, am Anfang, wurde da alles Ganzen gepresst. Und dann gab es kein Blech. Und da kam es dann auf die Idee, billigeres Blech zu verwenden, dass wir überhaupt weiter produzieren könnten. Und da machte sich dann erforderlich, dass der Boden dann in drei Teile geteilt wurde. Eines Tages hatte das dann doch wieder geklappt und wir haben dann wieder aus Salzgitter das gute Karosserie-Tiefziehblech gehabt. Und dann waren die ganzen Sorgen wieder los. In vielerlei Hinsicht war das Trabantwerk ein modernes Unternehmen. Es gab automatische Anlagen und Industrieroboter. Trotzdem war man immer noch auf die große Belegschaft angewiesen. Die Duroplast-Außenhaut gewährleistet eine völlige Korrosion. Es war sehr viel Handarbeit. Man hat also immer noch mit Bohrmaschinen oder mit Sägen oder Hammer hantieren müssen. So nach und nach wurden an wichtigen Stellen später Roboter im betriebseigenen Rationalisierungsmittelbau hergestellt, die also auch in Abteilungen wieder des Betriebes, in Versuchsabteilungen und in technischen Abteilungen, Konstruktion entwickelt worden sind, die dann also im Betrieb selbst hergestellt worden sind und nach in der Produktion eingeführt worden sind. Aber der größte Teil der Produktion war Handarbeit. Ende der 70er Jahre ging das erste Mal los mit der Robotertechnik. Anfang der 70er Jahre, als ich noch gelernt habe, hatten wir einzelne Zuführtechniken, wo die Teile aufgespannt waren, die dann in Art Band in die Maschine reinfuhren und dann bearbeitet wurden. Aber später, Ende der 70er Jahre, kamen die ersten Roboter. Sie waren im FB2 stationiert, hatten als Spitzname Max und Moritz. Und da sie öfters mal ausgefallen waren, hatten sie den Spitznamen bekommen, weil sie die Streiche ausgeheckt haben und die Programme durcheinander gehauen haben. Aber im Großen und Ganzen ging das dann erst, auf Deutsch gesagt, in den 80er Jahren voll los, dass mehr und mehr Roboter zum Einsatz kamen, die Spritzroboter und das ganze Zeug. Das war Anfang der 80er Jahre erst. Und selbst wenn Sie auf den Weltmarkt gucken, die Maschinenentwicklung, das ganze Zeug, die Robotertechnik ist ja auch noch nicht so alt, dass man sagen kann, in den 50er Jahren oder 60er Jahren, wo wir hier mit der Trabantproduktion angefangen haben, dass es da schon weltweit Roboter gab. Wie in den meisten Automobilwerken spielte auch bei der Trabantherstellung der Korrosionsschutz für den Rahmen und das Fahrgestell eine wichtige Rolle. Ist die erste Grundlage für eine gute Haftung der nachfolgenden Behandlung. Dazu gehörte unter anderem ein Antikorrosionsbad, bei dem Elektroden eingesetzt wurden. Um auch in diesen Bereichen eine gleichmäßige Beschichtung mit dem Korrosionsschutzmedium zu erreichen. Nachdem das Gerippe die Anlage durchlaufen hat, werden alle überflüssigen Elemente abgespült. Schwer erreichbare Teile wurden von Hand mit Bitumen isoliert. Trotz all dieser Vorkehrungen ist das im Trabant verwendete Blech besonders anfällig für Rost und braucht ständige Pflege, damit der Rahmen der Korrosion nicht zum Opfer fällt. Erhebliche Korrosionsschäden aufweisen und eine größere Reparatur erfordern. Diese Anfälligkeit ist besonders gefährlich, wenn man bedenkt, dass auf deutschen Straßen im Winter sehr viel Salz gestreut wird. Ohne ständige Beobachtung würde die Grundierung an der Unterseite des Trabant Risse bekommen und möglicherweise korrodieren. Deswegen nahmen die Trabantwerke regelmäßig an Rallyes teil, obwohl der Trabant während des gesamten Produktionszeitraumes fast unverändert blieb. Der Trabant sorgte oft für Überraschungen und brachte hin und wieder mit seinen guten Leistungen der Konkurrenz das Staunen bei. Ich habe dann ab 1960 diese Rallye-Sportgruppe im Werk ins Leben gerufen. Und wir sind dann in etwa 18 verschiedenen Ländern Rallyes gefahren. Und die Rallye-Fahrzeuge, die hatten natürlich leistungsgesteigerte Motoren. Wir haben die Leistung gesteigert von 26 auf 52, 54 PS und haben immerhin Geschwindigkeit von 160 bis 170 Kilometer pro Stunde mit dem Trabant erreicht. Dass sich große Sprünge mit ihm machen lassen. Tulpenrallye Holland,
Semperit Rallye Österreich, Rallye der 1000 Seen Finnland. Wir sind eine sehr bekannte Rallye gefahren, die Monte Carlo. Nicht nur, dass man die Werbung damit gemacht hat. Wir haben mit dem Rallye-Sport die Möglichkeit gehabt, Veränderungen, Weiterentwicklung am Fahrzeug schnellstens zu erproben und in Serie zu leiten. Also hat der Rallye-Sport dem Qualitätsentwicklung sehr unterstützend geholfen. Wurde der Rahmen für die Rallye-Modelle verstärkt? Die Karosserie wurde viel weggelassen, erstmal um Gewicht einzusparen. Und es gab dann die Vorschrift beim Rallye-Sport, dass ein Überrollbügel eingebracht werden muss, damit eine Sicherheit für die Insassen, für die Fahrzeuge, also für den Beifahrer und den Fahrer selbst gegeben worden sind. Verstärkt wurden selbstverständlich dann auch noch die Rahmenteile der Aufhängung. Und was wir völlig verändert haben, war die Motorenaufhängung in den Fahrzeugen, sobald man einen Schaden hatte, dass man dann so schnell wie möglich verändern konnte. Wir nahmen an allen größeren Veranstaltungen dieser Art teil und konnten durch die Zuverlässigkeit des Fahrzeuges und ihr großes fahrerisches Können... Dieser Rallye-Sport, die hat viel Publik gemacht. Wir haben also in etwa 180 Goldmedaillen herausgefahren. Und man muss dann immer sehen, dass wir in einer bestimmten Klasse fahren müssen. Also wir können nicht mit einer 500 Kubik oder 600 Kubik Maschine in 2,3 Liter Klasse fahren. Das ist auch logisch. Es gibt also beim Rallye-Sport verschiedene Gruppen und Klassen. Und in der Klasse, in der wir dann gefahren sind, die hat sich leider dann ausgedehnt von 600 Kubik auf 1 Liter. Und dort haben wir sehr, sehr viele Klassensiege gefahren. In Österreich zum Beispiel, vor allen Dingen auch in Finnland oder in Griechenland. Und selbst in Monte Carlo haben wir in der Klasse die erste und zweite Plätze belegt. Also es zeigt auch die hohe Qualität des Fahrzeuges, die wir mit Laufe dieser Entwicklung gemacht haben. Die Fahrer, Co-Piloten und Funktionäre des Rallye-Teams trugen wesentlich dazu bei, dass der Name Sachsenring-Trabant auf den Straßen Europas immer mehr Ansehen gewinnt. Man kann sie getrost als Diplomaten am Volant bezeichnen. War der Trabant schon immer so ein Erfolgsmodell? Ja, war geliebt und gehasst zugleich. Ja, na gut. Denn beliebt war, weil man ja gebraucht hat als Statussymbol. Also nach der Motto, warum hast du noch kein Auto? Aber auch gehasst, weil du dann doch Wartezeiten oder bestimmte Sachen sagst, na gut, Großfamilie mit 5 Mann im Trabi transportieren ist manchmal schon ein bisschen eng geworden hinten, wenn du da zwei kräftige Leute hinten sitzen hast und dann noch ein Kind, und dann wird es dann enger. Aber als Fahrer kannst du dich ja nicht schlecht nach hinten setzen, weil du kleiner warst. Man hatte als DDR-Bürger gar keine Alternative. In der Klasse war der Trabant, außer ein Saborosch, da war ja schon mit 1000 Kubik, wenn ich mich erinnere, 4 Takt, war ja das einzigste Auto, das so preiswert angeboten worden ist. Der Trabant ist geliebt, weil er selbstständig war. Es war für den Arbeiter auch, man kann sagen, ein kleines Prestigefahrzeug. Ich habe einen Trabant und ich bin selbstständig, bin individuell unterwegs mit dem Trabant. Und wiederum war er auch gehasst, weil es zu wenig Ersatzteile und Möglichkeiten gab, den Trabant voll auszuschöpfen, weil der DDR-Bürger gar nicht die Möglichkeit hat, überall dorthin zu fahren, wo er gern möchte. Er sieht aus wie ein Go-Kart-Flitzer, klingt wie ein Rasenmäher und ist einfach nicht tot zu kriegen. Kein Wunder, dass der Trabant inzwischen auf der ganzen Welt eine treue Fangemeinde hat. Für die Trabant-Besitzer ist ihr Auto immer noch ein Statussymbol, da es einzigartig ist und inzwischen eher selten auf der Straße anzutreffen ist. Ja, gilt noch als Statussymbol. Zum Teil, auch wenn man die Trabant treffen sieht, ist viele Jugendlichen, die sich damit beschäftigen, weil er eben so reparaturfreundlich ist, weil sie damit viel selber machen können. Grund dafür ist, dass eben der Trabant mit wenig Aufwand umgeändert werden kann. Ich kann eben sehr leicht aus ein Trabi ein Cabrio machen. Und ich kann auch sehr leicht irgendwelche Änderungen am Motor oder
an den Anlagen vornehmen. Ich brauche dazu keine Werkstatt. Und die jungen Leute basteln gern. Und das ist sehr viel besser, als wenn sie irgendwelche andere unangenehmen Dinge tun. Trabi-Fans haben die verrücktesten Umbauten an ihren Autos vorgenommen und sie in Polizeiautos, Partylimousinen und alles Mögliche verwandelt. Nicht schlecht für ein Auto, das fast nicht produziert worden wäre. Ich bin ja auch bei den Juroren beim vergangenen Trabant-Treffen dabei gewesen. Und als ich dann am frühen Morgen zum Flugplatz gefahren bin und habe gesehen, dass trotz Regen dass sehr viele Menschen mit Zelt und Trabant dort waren, da kommt einem wirklich der Gedanke, das ist eine Begeisterung. Das ist nicht mal nur das Fahrzeug, was das ausgelöst hat. Das sind die Menschen. Die Menschen mit dem Trabant. Das ist das sind Trabantgemeinschaften, die treffen sich dort, die machen ihre Fäden. Und trotz dieses Matschwetters auf dem Flugplatz war dort eine Bombenstimmung und praktisch 20.000 Menschen da. Es ist einfach sagenhaft. Der Trabi wird uns mit Sicherheit noch lange erhalten bleiben.